والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Meine lieben Geschwister, wir werden inshallah ta'ala heute weitermachen, nachdem wir jetzt Alhamdulillah Ya'juj und Ma'juj abgeschlossen haben, das dritte große Zeichen. Und wollen heute inshallah ta'ala auf ein weiteres großes Zeichen eingehen. Es handelt sich um ein Zeichen, was nicht direkt im Koran erwähnt wird, worauf jedoch der Koran hindeutet. Es handelt sich um ein Zeichen, welches in einigen Hadithen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam als das erste der großen Zeichen bezeichnet wird. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in einer Überlieferung, dass das erste große Zeichen das ist, dass die Sonne im Westen aufgeht. Dass die Sonne im Westen aufgeht. Und die Frage ist jetzt die, was bedeutet das, dass das erste große Zeichen ist? Heißt es, dass es grundsätzlich komplett das erste große Zeichen ist? Oder bedeutet das vielmehr, dass es ein Zeichen ist, was am Anfang einer Reihe von Zeichen steht, welche sich komplett von den anderen Zeichen, die wir besprochen haben, unterscheidet? Und die meisten Gelehrten sagen diesbezüglich, dass dieses Zeichen, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich das Aufgehen der Sonne im Westen, an dem Ort, wo normalerweise die Sonne untergeht, dass es sich hierbei um das erste Zeichen handelt, bei dem die physikalischen Gesetze auf dieser Welt komplett verändert werden. Und nichts mehr so ist, wie es vorher war. Und in diesem Sinne handelt es sich um was? In diesem Sinne handelt es sich um das erste Zeichen, bei dem die physikalischen Gesetze, wie wir sie als Menschen kennen, außer Kraft gesetzt werden. Die Zeichen, die wir besprochen haben, sind schon sehr merkwürdige Zeichen. Dajjal ist aber am Ende ein Mensch, dem Allah Ta'ala bestimmte Fähigkeiten gegeben hat. Ya'juj und Ma'juj sind auch Menschen, die aber sehr zahlreich sind und sehr viel Unheil richten können. Isa alayhi salam, ein Mensch, der als Prophet herabkommt. Aber jetzt geschieht etwas, was komplett alles ändert. Was im Grunde genommen diese Welt, wie wir sie kennen, auf den Kopf stellt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar die Sonne, sie geht plötzlich im Westen auf. Und nicht mehr im Morgenland, im Westen, im Osten. An welcher Stelle spricht Allah subhanahu wa ta'ala über dieses Zeichen oder deutet dieses Zeichen an? Und zwar in folgenden Ayat. In Surat Al-An'am, Vers Nummer 158, sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes über dieses gewaltige Zeichen. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. Erwarten Sie etwas anderes, als dass die Engel zu Ihnen kommen? Oder dass dein Herr kommt? Oder dass etwas von den Zeichen deines Herrn kommt? Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier in dieser Ayah, alaikum assalam, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hier in dieser Ayah darüber, dass die Mushrikun zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Zeichen erwartet haben. Als Beweis für seine Wahrhaftigkeit. Und Allah Ta'ala, er sagt, auf was warten sie eigentlich? Darauf, dass Engel herabkommen, die sie dann sehen können? Oder dass Allah sich selbst präsentiert? Oder dass einige Zeichen Allahs kommen? Und dann zeigt Allah subhanahu wa ta'ala auf, was passieren würde, wenn dies dann auch eintritt. Nämlich, dass dann ab diesem Zeitpunkt keiner Seele mehr der Iman nützen wird, wenn sie nicht schon vorher Iman hatte. Weil wir leben hier in der Wohnstätte der Prüfung. Dar al-Ibtila, Dar al-Imtihan.
Und diese Prüfung endet, wenn ich alles vor Augen habe. Und dementsprechend sagt Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Aya, يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا. An dem Tag, da etwas von den Zeichen deines Herrn kommt, nützt einer Seele ihr Glaube nicht. Wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. قُلْ اِنْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Sag, wartet ab, wir warten ebenfalls ab. Diese Ayah ist unglaublich wichtig. Weil in dieser Ayah legt Allah subhanahu wa ta'ala klare Regeln fest. Dass der Iman nur so lange nützt, solange ich noch auf dieser Welt bin und mich in dieser Prüfung befinde. Sobald jedoch diese Prüfung endet, indem die Dinge klar werden für alle Menschen und sie alles erblicken werden, wird der Iman auch nichts mehr bringen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er fügt noch etwas Interessantes hinzu. Und zwar, er sagt nicht nur, dass einer Seele, die noch nicht geglaubt hat, zuvor geglaubt hat, dann ihr Iman, ihr Glaube nichts mehr nützen wird, sondern er sagt, أو كسبت في إيمانها خيرا, oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Hier spricht also Allah ta'ala nicht nur die Ungläubigen an, diejenigen, welche den Glauben ablehnen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht auch uns an, die Muslime, welche sich auf ihrem Glauben ausruhen, aber nichts tun in ihrem Glauben. Welche glauben, ich bin Muslim, khalas, ich habe das Paradies für mich gepachtet. Aber das ist ein Trugschluss. Es müssen immer zwei Dinge zusammenkommen, damit Allah ta'ala mich am jüngsten Tag annimmt und akzeptiert. Und das vergessen heutzutage viele Muslime. Und zwar der Iman und der Amel. Merkt euch das. Der Iman, der Glaube, und der Amel, das Handeln. Das eine reicht nicht aus. Es muss immer verbunden sein mit dem anderen. Hört euch mal folgende Ayah an. In Surat al-Baqarah. Wo Allah subhanahu wa ta'ala dann über die Juden und Christen spricht. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Sie, also die Juden und Christen, sagten, keiner wird das Paradies betreten, außer wer Jude oder Christ ist. Und jetzt antwortet Allah ta'ala auf diese Behauptung. Und er sagt, تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. Dies sind ihre Wünsche, ihr Wunschdenken, das hätten sie gerne so. قُلْ, sprich, O Muhammad, zu ihnen, هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Bringt euren Beweis hervor, wenn ihr doch wahrhaftig seid. Das ausreicht einfach zu sagen, ich bin Jude, ich bin Christ und komme dadurch ins Paradies. Also einfach nur durch ein Dogma, was ich verinnerlicht habe. Und jetzt erklärt Allah, was die Grundlage dafür ist, damit ich das Paradies betreten kann. Bala, keineswegs. Man aslama wajhahu lillah, weil sein Antlitz Allahs, sozusagen sich mit seinem Antlitz Allah fügt, also ein wahrer Muslim ist, ein wahrer Gottergebnis. Wa huwa muhsin, und gut handelt. Falahu ajruhu, der hat seinen Lohn bei seinem Herrn. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Noch überkommt ihm Angst, noch wird er traurig sein. Subhanallah. Ja, daran erkennen wir, das eine reicht nicht aus, sondern ich brauche immer beide Sachen. Und viele Muslime heutzutage ruhen sich darauf aus. Ja, ich bin so und so Muslim, ich komme so und so ins Paradies. Ja, egal was ist, auch wenn ich ein bisschen in der Hölle bin, irgendwann komme ich ins Paradies. Wer gibt dir diese Garantie? Wer sagt, dass du überhaupt noch wirklich Iman in deinem Herzen hast? Wer sagt dir das? Und deswegen musst du dich anstrengen, wenn du wahrhaftiger Muslim sein möchtest. Wenn du noch Iman in deinem Herzen haben möchtest, dann musst du etwas tun dafür. Und jetzt spricht Allah subhanahu wa ta'ala also über seine Zeichen. أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكِ. Oder, dass dann ein Teil von den Zeichen deines Herrn kommt. Die Mufassirun, die Koran-Exegeten, haben gesagt,
Wie es beispielsweise Imam al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari gesagt hat, und diejenigen, die zum Donnerstagskreis kommen, die wissen auch, wer das gewesen ist. Wer kommt zum Donnerstagskreis hier? Kommt jemand zum Donnerstagskreis? Okay, zwei Leute, Alhamdulillah, ihr habt Glück gehabt. Ja? Wer war denn Ibn Jarir al-Tabari? Was hat er für ein Werk geschrieben? Eins der Haupt-Tafsir-Werke. Und zwar welcher Art, welche Gattung? Wir haben ja drei verschiedene Gattungen von Tafsir-Werken. Tafsir bil-Ma'thur. Das heißt, ein Tafsir mit Überlieferungen. Es gibt noch Tafsir bil-Ra'i, mit Meinung. Und es gibt Tafsir bil-Ishara. Ja, wo ich versuche, sozusagen den tieferen Sinn herauszufinden. Das nennt man Tafsir al-Ishara, mit sozusagen ja, ein Signal, ein Zeichen, was darauf hindeuten könnte, auf diese Bedeutung. Und auf jeden Fall sagt er, Ibn Jarir, nachdem er die verschiedenen Aussagen der Koran-Exegeten, der Mufassirun genannt hat, وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ مَا تَظَاهَرَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا. Und die Aussage, die am ehesten der Wahrheit entspricht, ist jene, welche sich auf die unterschiedlichen Überlieferungen des Propheten صلى الله عليه وسلم stützt. Nämlich, dass damit gemeint ist, dass das dann sein wird, wenn die Sonne im Westen aufgehen wird. Wenn die Sonne im Westen aufgehen wird, also im Abendland aufgehen wird, dort, wo es Abend wird, dort, wo sie normalerweise untergeht. Das ist eines dieser Zeichen. Und das ist das Zeichen, wo mein Iman keine Rolle mehr spielt. Das Zeichen, wo meine guten Handlungen, wenn ich sie nicht schon vorher praktiziert habe, keine Rolle mehr spielen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat jetzt in verschiedenen absolut authentischen Überlieferungen, die keinen Zweifel lassen, dass er damit wirklich genau das gemeint hat, dies erwähnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wie es Imam al-Bukhari und Imam Muslim von Abu Huraira radiyallahu anhu überliefert haben, La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Die Stunde wird nicht eher beginnen, bis nicht die Sonne im Westen aufgehen wird. Und dann sagt der Prophet und fügt hinzu, فَإِذَا رَآهَا النَّاسِ آمَنَ مَنَ عَلَيْهَا. Wenn dann die Menschen das sehen werden, werden sie plötzlich alle glauben. فَذَاكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ. Und das wird zu dem Zeitpunkt sein, wo keiner Seele mehr ihr Iman nützen wird, wenn sie nicht zuvor geglaubt hat. Eine Bestätigung, dass das sozusagen genau mit dieser Ehe gemeint ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt dann an anderer Stelle, La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha fa'idha tala'at wa ra'aha an-nasu amanu jami'an. Nochmal eine Bestätigung, eine andere Version dieser Überlieferung. Die Stunde wird nicht begehen, bevor nicht die Sonne im Westen aufgehen wird. Und wenn sie dann aufgeht und die Menschen sie sehen werden, werden sie alle glauben. Allesamt werden sie glauben. Subhanallah. Weil sie jetzt merken, Allahu Akbar. Ja, das ist eine Bestätigung. Das könnte man sich natürlich fragen, okay, wenn das früher geschehen wäre, bevor wir Internet und all diese Dinge hätten, bevor wir Internet und soziale Netzwerke gehabt hätten, dann würden wahrscheinlich die Menschen nicht alle glauben. Warum? Weil viele Menschen würden gar nicht wissen, dass das ein Zeichen ist. Sie würden denken, oh, was ist los, die Welt geht unter. Aber die würden das nicht verbinden mit was? Mit dem Islam. Wenn aber der Prophet zu Hause sagt, sie glauben jetzt alle, dann heißt das, es muss allgemein bekannt sein, dass der Islam dies zu einem Zeichen für den jüngsten Tag gemacht hat. Also kann das nur in einer Zeit sein, in der wir leben, wo im Grunde genommen fast alle Menschen auf dieser Welt Zugriff haben auf Informationen. Zugriff haben auf Informationen. Stellt euch mal vor, das würde jetzt bitte passieren. Wie schnell würde sich das überall verbreiten? Dann würde innerhalb von Sekunden der erste Muslim sagen, oh, ja, hier, Sonne ist im Westen aufgegangen, das ist das Zeichen und dann würde sich das verbreiten wie im Lauffeuer und plötzlich würden die Menschen alle, oh, unglaublich, das hat sich wirklich bewahrheitet. Weil sowas kann man auch nicht uminterpretieren oder so, ist eindeutig klar.
Wahrscheinlich würden dann die Menschen glauben, aber es ist dann zu spät, subhanallah. Es ist dann zu spät, subhanallah. Das Zeichen der Sonne, die im Westen aufgehen wird, ist eng verbunden mit einem anderen Zeichen, auf das wir dann nächste Woche wahrscheinlich eingehen werden, inshallah. Das ist auch nicht, wo wir nicht viele Informationen haben. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, inna awwal al-ayati khuruja, طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ ضُحًا فَأَيَّتُهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى أَثَرِهَا. Allahu Akbar. Das erste Zeichen, was erscheinen wird, und wir haben gesagt, was damit gemeint ist, also im physikalischen Sinn, dass sich die physikalischen Gesetze, dass sie außer Kraft gesetzt werden, ist, dass die Sonne im Westen aufgehen wird. Und dann das andere, sozusagen eins von beiden, oder ja, dass das Tier, Adab, am Vormittag erscheinen wird und hinauskommen wird. Und dann sagte der Prophet, welches von beiden zuerst erscheinen wird, das andere wird direkt darauf folgen. Also mit anderen Worten, diese beiden Dinge hängen eng miteinander zusammen. Eng miteinander zusammen. Subhanallah. Merkwürdige Dinge, die geschehen werden. Gut, jetzt haben wir das erfahren. Die Sonne, sie wird im Westen aufgehen. Welche Lehren ziehen wir aber als Muslime daraus jetzt? Was machen wir damit? Ich meine, das könnte jederzeit theoretisch passieren, aber wir gehen davon aus, dass das wahrscheinlich erst geschehen wird, nachdem Dajjal erschienen ist. Also können wir eigentlich erst einmal relativ beruhigt sein, obwohl die Fittern, die uns erwarten werden, groß und gewaltig sind. Und ich glaube, dass wir auch in einer Zeit leben, wo es durchaus wahrscheinlich sein kann, dass der Dajjal in solch einer Zeit erscheinen könnte. Dass unsere Zeit ist oder ob die Zeiten noch schlimmer werden. Ich kann mir vorstellen, die Zeiten noch viel schlimmer werden, als wir es jetzt erleben. Aber, wie gesagt, ja, wir leben in einer Zeit, wo, glaube ich, der Al-Masih Dajjal leichtes Spiel hätte mit den Menschen, mit all den Fitten, für die er sorgen kann. Und wir können davon ausgehen, dass die Sonne erst danach im Westen aufgehen wird. Nach all dem. Weil, wie gesagt, einer Seele wird der Iman nichts mehr nützen. Und deswegen, wenn der Dajjal kommt, der muss ja kommen in einer Zeit, wo die Menschen noch geprüft werden. Und wenn dann, im Grunde genommen, wenn die Sonne im Westen aufgegangen ist, ohnehin ja, den Menschen das nichts mehr bringen wird, ja, können wir davon ausgehen, dass dann ja, wahrscheinlich der Dajjal vorher erscheinen wird. Aber trotzdem, was können wir daraus lernen? Und zwar sehr, sehr viel. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt in einer Überlieferung Folgendes. Badiru bil a'mali sitta. Kommt mit euren Taten sechs Dingen zuvor. Kommt mit euren Taten sechs Dingen zuvor. Und dann erwähnt er unter anderem sallallahu alaihi wa sallam, طُلُوع الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. Dass die Sonne im Westen aufgeht. Wann hat der Prophet gelebt, sallallahu alaihi wa sallam? Vor 1400 Jahren. 1400 Jahre ist nichts geschehen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt uns trotzdem, kommt mit euren guten Taten genau diesem Zeichen zuvor. 1400 Jahre ist nichts geschehen, es wird nur eine einzige Generation betreffen. Und trotzdem fordert der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns auf, dass wir gute Taten tun sollen, damit wir bereit sind. Weil wir wissen nicht, wann wir zu Allah zurückkehren werden oder hat jemand von uns eine Garantie, wann er zurückkehren wird. Wir wissen es nicht. Und auch wenn wir vielleicht diese Zeit nicht erleben werden, und vielleicht nicht mal unsere Enkelkinder oder Urenkel das erleben werden. Trotzdem müssen wir als Muslime immer bereit sein, zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. Indem wir uns nämlich mit guten Taten beeilen. Und diese nicht auf die lange Bank schieben. Nicht aufschieben. Ich sage, morgen fange ich an. Übermorgen fange ich an. Du weißt nicht, wie viele Tage dir von deinem Leben noch bleiben. Jeder Tag ist ein Geschenk, den dir Allah geschenkt hat. Jeder Tag. Jeder Tag ist unglaublich kostbar. Und jeder Tag könnte der Tag sein, der letzte Tag ist. Und du weißt das gar nicht. Subhanallah. Und jeder Tag, ob es der letzte oder nicht der letzte Tag ist, wird am jüngsten Tag ein Zeuge sein, für oder gegen dich. Deswegen nutze ihn aus mit guten Taten. Fülle ihn mit Nützlichem. Unser Prophet sallallahu alaihi al-Hasan al-Basri,
Er sagte, dass jeder Tag, an dem die Sonne aufgeht, ein Rufer ruft. Das ist kein Hadith, das ist seine Aussage, aber das ist einfach so. So, als würde er taglich rufen. Ya bana Adam, o Sohn Adams, ana khalqun jadid. Ich bin ein neues Geschöpf. Wa ala amalika shahid. Und ich bezeuge deine Taten. Fagtanimni fa inni la a'udu ila yawmin qiyama. So nutze mich aus, weil ich bis zum jüngsten Tag nicht zurückkehren werde. Subhanallah. Das Kostbarste, was jeder von uns besitzt, was ist das? Das Kostbarste überhaupt, was würdet ihr sagen? Was ist das kostbarste Gut, was du besitzt als Mensch? Deine Zeit, absolut. Es gibt nichts, was teurer ist als Zeit. Wenn ich arbeiten gehe, tausche ich Zeit gegen Geld ein. Ich gehe nur arbeiten, um dann was? Dafür Geld zu bekommen. Ich bin bereit, meine Zeit zu opfern, um etwas zu essen, um zu leben. Meine Zeit ist also sehr, sehr kostbar. Wenn ich diese Zeit nicht nutze, dann verschwende ich das kostbarste Kapital, was ich überhaupt habe. Es ist so, als würde ich mein Monatsgehalt nehmen am Ende des Monats und einfach aus dem Fenster schmeißen. Es gibt Menschen, die leben so, subhanallah. Die treten ihre Zeit oder die verschwenden ihre Zeit. Sie schmeißen sie regelrecht weg, als hätten sie unendlich davon. Aber wie gesagt, unser Prophet hat uns aufgezeigt, wir sollen diese Zeit füllen mit guten Taten. Damit wir genau diesen Dingen zuvorkommen können. Und ich erinnere noch einmal an diesen gewaltigen Hadith, den wir nicht oft genug erwähnen können. Wo der Prophet genau dasselbe sagt. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'i layl al-mudhlim. Diesen Hadith sollte jeder Muslim auswendig können. Gerade in unserer Zeit. Kommt mit euren guten Taten Versuchungen zuvor, die so dunkel sind, so finster sind, wie die Teile einer finsteren Nacht. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ein Mann, eine Person, eine Frau geht als Mu'min zu Bett und steht als Kafir auf. Wa yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Und er steht als Mu'min auf und geht als Kafir zu Bett. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Verkauft seine Religion für ein Gut, für etwas von dieser Dunya. Und deswegen, das, was wir daraus lernen können, ist, dass wir uns beeilen mit guten Taten, weil wir nicht wissen, wann wir von dieser Dunya gehen werden. Ja, dieses Zeichen werden wir vielleicht niemals erleben. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir diese Generation das erleben wird. Aber es gibt eine Sache, die jeder von uns erleben wird. Und zwar, dass der Todesengel an deine Tür klopft und deine Seele, ohne dich vorgewarnt zu haben, einfach aus deinem Körper ziehen wird. Und das versichere ich euch. Jeder von uns wird es erleben. Ohne Ausnahme. Es gibt niemanden, der hier sitzt, der nicht irgendwie in der Reihe steht. Wir wissen nicht wann, aber wir werden drankommen. Und deswegen beeil dich. Tu so viel du kannst an guten Dingen. Nutze jeden Tag, als wäre es dein letzter Tag. Nutze jeden Tag, als wäre es dein letzter Tag. Und du wirst merken, wie produktiv du wirst. Du wirst merken, subhanallah, wie du dich entwickelst in allen Lebensbereichen. Badiru, strengt euch an, strebt danach. Und das Wichtigste, was ich machen kann, und das, womit ich mich immer beeilen sollte, das ist was? Das ist dann ganz konkret die Taube. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er erwähnt die Taube in mehreren Hadithen im Zusammenhang mit was? Im Zusammenhang mit dem Aufgehen der Sonne im Westen. Hört euch mal folgende Überlieferung an. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt: Inna Allah azza wa jal ja'ala bil maghribi baban arduhu masirat 70 aaman lit tauba. Allahu akbar. Allah ta'ala, er hat im Westen eine Tür hingetan, die so breit ist wie ein Laufmarsch von 70 Jahren. Wenn ich 70 Jahre laufen würde, was würde ich für eine Strecke hinterlassen? Eine unglaublich lange Strecke. Für was? Für die Taube. Also ein riesen Tor,
das ich durchschreiten kann als Mensch, um zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückzukehren. لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله من قبله. Dieses Tor wird nicht eher geschlossen, bis die Sonne genau bei ihm aufgehen wird, also im Westen, subhanallah. وذلك قول الله تبارك وتعالى. Und dies sind die Worte Allahs. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. An dem Tag, da etwas von den Zeichen deines Herrn kommt, nützt einer Seele ihr Glaube nicht, wenn sie nicht schon zuvor geglaubt oder in ihrem Glauben Gutes erworben hat. Subhanallah. Ein Tor. Das ist natürlich metaphorisch gemeint. Der Prophet wird einfach darauf hoffen, dass, guck mal, du hast so lange Zeit, zu Allah zurückzukehren. Ja, 70 Jahre ist dieses Tor lang. Also schon fast so wie ein Leben. 70 Jahre, ja, ein Leben, hast du die Möglichkeit, zu Allah zurückzukehren. Ja, aber tu es. Weil wenn sich dieses Tor schließt, ist es vorbei. Es ist vorüber. Wenn erst einmal der Todesengel bei dir ist, ist es vorüber. Du kannst nichts ändern. Es geht nicht mehr. Du willst, aber in diesem Moment kannst du es nicht. Stell dir das mal vor. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, Inna Allah yaqbalu tawbat al-abadi ma lam yugharghir. Was heißt das? Allah, er nimmt die Reue eines Menschen an, solange er nicht gurgelt. Was heißt das, gurgelt? Das heißt, solange nicht die Seele bis zur Gurgel gelangt ist. Und das ist dann sozusagen kurz bevor sie den Körper komplett verlässt. Es beginnt sozusagen am Fuß, dann wird der Fuß, die Beine werden dann ganz kalt, ja, und dann bis dann irgendwann einmal Khalas, ja, die Seele aus dem Körper gerissen wird. Komplett. Dann ist es vorbei, Khalas. Keine Möglichkeit mehr. Deswegen kommt mit guten Taten zuvor. Jeden Tag eine gute Tat. Jeden Tag sollte ich versuchen, mich anzustrengen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der es gar nicht gebraucht hat, er hat es uns vorgemacht. Dem er sagte sallallahu alaihi wasallam, Ya ayyuhannas, o ihr Menschen, tubu ilallah, kehrt zu Allah zurück. Wastaghfiru, und bittet ihm Vergebung. Fa inni atubu ilayhi fil yawm mi'ata marra. Weil ich zu Allah, ja, mehr als 100 Mal oder 100 Mal reumütig zurückkehren, Taube machen, 100 Mal Taube. Unser Prophet sagt das mit gutem Beispiel vorangegangen. Lass uns anstrengen, lass uns versuchen, mit einer Taube zu beeilen und nicht zu warten, bis es zu spät ist oder bis wir es dann bereuen, dass wir so viele Jahre unseres Lebens verschwendet haben. Einfach verschwendet haben im Ungehorsam gegenüber Allah, in der Sünde, in der Raffle, in der Unachtsamkeit und sagen, oh mein Gott, ich hätte schon so viel machen können in meinem Leben. Aber jetzt ist es vorüber. Deswegen gleich jetzt anfangen. Direkt bei. Was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich noch? Er sagt sallallahu alaihi wasallam, um das eine mit dem anderen zu verbinden, die Taube mit der Aufgehen der Sonne im Westen. La tanqati'u al-hijra hatta tanqati'a at-taube. Oh, oder hier in dieser Überlieferung, ma tuqbilat at-taube. Die Hijra endet nicht, die Möglichkeit zur Hijra, solange die Taube angenommen wird. Und die Taube wird so lange angenommen, bis die Sonne im Westen aufgehen wird. Wenn sie dann erst einmal aufgeht, ja, wird jedes Herz abgestempelt mit dem, was in ihm ist, versiegt. Du kannst nichts mehr reintun, nichts mehr kommt raus, subhanallah. Du bist dann sozusagen auf diesem Stand. Ja, und wie gesagt, ja, dann ist das vorbei, khalas. Du hast keine Möglichkeit mehr, etwas zu ändern. Die Taube. Stellt sich natürlich die Frage, wir reden immer wieder über die Taube, Taube, Taube. Was heißt es aber eigentlich, Taube zu machen? Wie geht es eigentlich, eine Taube zu machen? Weil das ist ja das, was wir jetzt aus diesem Hadith entnehmen. Er spricht immer wieder von Taube, sallallahu alaihi. Aber wie mache ich eigentlich eine Taube? Wie geht das? Wann weiß ich, ob ich eine Taube gemacht habe und wann nicht? Alhamdulillah, dass Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns dies genau aufgezeigt haben. Wie ich eigentlich eine Taube machen kann. Und wann ich auch weiß, dass Allah ta'ala meine Taube angenommen hat. Und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam und auch Allah im Koran mehrere Bedingungen erwähnt, die uns aufzeigen, dass wenn sie erfüllt sind, Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taube annehmen wird. Und nicht nur das,
sondern dass Allah Ta'ala sogar aus unseren schlechten Taten gute Taten macht. Boah, lass uns das mal anschauen, inshallah. Und zwar sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala in Surat Al-Furqan. Allah Ta'ala, er sagt, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ. Und diejenigen, welche mit Allah keinen anderen Gott anbeten. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Und keine Seele töten, die Allah verboten hat zu töten, außer mit Recht. وَلَا يَزْنُونَ. Und kein Sinne beginnen. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Und wer das tut, der wird auf eine Sünde treffen. يَلْقَ أَثَامًا. Der begeht eine Sünde. يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Die Strafe wird am jüngsten Tag für ihn verdoppelt werden. وَيَخُلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Und er wird in ihr erniedrigt ewig verweilen. Harte Worte. Aber dann zeigt uns Allah auf, wie ich das verändern kann. Ja, nicht nur verändern kann, sondern wie ich dafür sorgen kann, dass ich sogar diese schändlichen Taten in gute Taten umwandle. Allahu Akbar. Was sagt er? Illa man tab. Außer wer was? Bereut. Illa man tab. Wa amana. Und glaubt. Wa amila amalan saliha. Und rechtschaffen handelt. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Jenen wird Allah ihre schlechten Taten in gute Taten umwandeln. Allahu Akbar. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass all diese schlechten Taten, die ich gemacht habe, plötzlich zu guten Taten werden? Ja. Ist das bei jeder Taube so? Nein. Es gibt Stufen von Taube. Wir haben hier in dieser Ayah einige Voraussetzungen, die Allah Ta'ala erwähnt hat. Damit Allah Ta'ala meine Reue auch wirklich annimmt. Und das Erste, was er sagt, ist was? Tab. Was heißt denn eigentlich das Wort Tabe? Yatubu Taubatan. Was bedeutet das denn im linguistisch-sprachlichen Sinne? Damit wir verstehen überhaupt, was ist eine Taube? Was bedeutet das eigentlich? Sprachlich, das ist so, Sachen, die damit zusammenhängen. Auch sprachlich erst einmal, ja. Nein. Auch nicht stoppt. Es hat alles damit etwas zu tun, aber es ist nicht die ursprüngliche Bedeutung. Was ist die ursprüngliche sprachliche Bedeutung von Tab? Zurückkehren. Zurückkehren. Wohin kehre ich zurück? Zu meinem Ursprung, zu meinem Schöpfer, von dem ich mich durch meine Sünde distanziert habe. Es geht also bei einer Taube worum? Dass ich zurückkehre zu Allah. Wie eine Hijra, subhanallah. Wie eine Hijra. Deswegen wird auch immer wieder die Hijra mit der Taube verglichen, subhanallah. Ja? Ich kehre zurück. Aber wie kehre ich jetzt ganz konkret zurück? Und zwar zeigt uns der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das auf, was das bedeutet, zurückzukehren. Indem er sagt, At-Taubatu an-Nadam. Taube bedeutet was? Nadam. Was ist denn Nadam? Yandam. Etwas bedauern. Yendem ala dhalika, er bedauert etwas. Ich muss das wirklich bedauern, was ich da getan habe. Und dieses Bedauern führt wiederum wozu? Dass ich von dieser Sache, die ich gemacht habe, erst einmal ablasse. Also es reicht nicht aus, einfach nur zu bedauern, sondern ich muss von dieser Sache auch wirklich ablassen. Und damit aufhören. Und deswegen, Allah sagt, wa amila amalan saliha. Und rechtschaffen handelt. In einer anderen Ayat sagt Allah Ta'ala Aslah, das wieder gut macht. Also, wenn ich Taube mache, reicht es nicht nur aus zu sagen, ach, ich habe jetzt eine Sünde begangen und ich fange an zu weinen. Schön. Und dann, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, ich muss das beendigen. Und dazu dann Stopp, wie du gesagt hast. Ich beende das. Ich höre damit auf. Wenn ich zur Arbeit gehe und immer wieder zu spät komme und mein Chef mich ermahnt, dann gehe ich zu ihm und sage, es tut mir wirklich leid und ich bedauere das so sehr. Wenn ich am nächsten Tag wieder zu spät komme, was ist dann? Wird er mir einen Vogel zeigen und mich feuern? Ma'as-salam. Seine Entschuldigung war nicht wirklich aufrichtig gewesen. Wenn er sieht aber, ich bedauere und halte mich dann wirklich daran,
Dann wird er merken, okay, das war wirklich ein echtes Bedauern. Er hat sich wirklich entschuldigt. Es tut ihm wirklich leid. Und genauso auch ist es in meiner Beziehung zu Allah. Weil ich einfach nur eine Träne vergieße und es tut mir leid und ich mache dann einfach weiter. Dann ist das nicht wirklich eine Reue. Und dann kommt noch etwas Drittes hinzu, was sehr wichtig ist. Und zwar, dass ich mir ernsthaft vornehme, es auch nie wieder zu tun. Also ich lasse davon ab, sofort, ich höre damit auf. Und gleichzeitig nehme ich mir ernsthaft vor, es nicht noch einmal zu tun. Al-Azmul Akid ala Alla A'ud. Das sind die drei Voraussetzungen, welche die Gelehrten erwähnt haben. Nochmal, das müssen wir uns wirklich einprägen, das müssen wir verinnerlichen. Und wenn ich das tue, seid ihr sicher, Allah wird deine Taube akzeptieren. Nochmal, ich muss es bedauern in meinem Herzen. Das heißt, wenn ich mich über eine Sünde freue und das herumerzähle, oh, guck mal, früher war ich so ein richtiger, hier ein richtiger Casanova gewesen, weiß ich nicht was, ja? Ein Gangster und erzähle das herum. Das ist keine Taube, was ist das für eine Taube? Ja, du bist ja sozusagen, du gibst mit deinen Sünden an, ja? Das kann nicht sein bei jemandem, der wirklich bedauert. Nummer zwei, ich höre sofort damit auf. Und Nummer drei, ich nehme mir vor, es nie wieder zu tun. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Beispiel aus der Geschichte von jemandem, der bereut hat und subhanallah genau diese drei Bedingungen erfüllt hat. Dieses Beispiel ist Al-Fudayl ibn Iyad. Einer der bekanntesten Taubes in der Geschichte. Der bekanntesten Reuen in der Geschichte. Wo genau diese drei Aspekte subhanallah in einem Moment verwirklicht wurden. Und zwar, Al-Fudayl ibn Iyad, wir haben seine Geschichte schon öfters mal erwähnt gehabt, er war ein Räuber gewesen, ein Wegelagerer. Der hat immer Leute überfallen, etc. Und eines Tages, da ist er wieder auf Lauer sozusagen, will eine Karawane überfallen. Und während er da den Leuten auflauert, hört er plötzlich wie aus dem Nichts eine Stimme. Wie aus dem Nichts. Eine Stimme, ich weiß nicht mehr genau, was das war, ob es eine Ayah war oder ich glaube, Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, es nicht die Zeit kommt für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig gegenüber Allah sind. Oder eine Stimme, die gesagt, ja, Fudayl, hör auf damit, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber er hat irgendeine Stimme gehört, die ihn aufgefordert hat, damit aufzuhören. Und er hat sich in diesem Moment geschämt für das, was er tut. Und dann kam noch etwas hinzu. Die Leute, in diesem Moment ist er aufgewacht. Und, macht mal die Tür, das stört ein bisschen. Die Leute, ja, die dann sozusagen, denen er auflauerte, die haben dann gesprochen, während er sich dort versteckt hielt, und haben gesagt, ihr müsst aufpassen. Hier in dieser Region gibt es einen bekannten Räuber mit dem Namen Al-Fudayl. Und er hat sich in dem Moment so geschämt für das, was er getan hat, dass er aufgestanden ist und hat gesagt, er braucht keine Angst haben vor Fudayl, den gibt es nicht mehr. Das heißt, er hat was? Innerlich bereut? Hat direkt damit abgeschlossen mit seinem Leben? Und hat sich vorgenommen, nie wieder so zu handeln, und er hat es auch wirklich nicht getan. Die Geschichte bezeugt es. Das ist eine Reue. Aber wenn ich bereue und dann in dem Moment, ach, weiß ich nicht, ich habe irgendwie einen Freund hier als Mädchen, habe den kennengelernt, treffe mich immer wieder mit ihm, hält Händchen, weiß ich nicht was, macht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ja, und macht das immer wieder und dann sagt man, oh, eigentlich weiß ich, das ist nicht in Ordnung, aber trotzdem ruft man ihn wieder an und trifft sich wieder mit ihm. Das ist keine Reue. Was ist das für eine Reue? Reue ist, ich höre direkt damit auf, bedauere es in meinem Herzen, sag, Bruder, wir haben einen Fehler gemacht. Zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst, hältst du meine Hand an, Nummer eins, oder wir beenden die Sache, Nummer zwei. Und dann machst du das nie wieder. Das ist eine Reue. Aber nur in dem Moment bereuen, wo dann, weiß ich nicht, dein Freund mit dir Schluss gemacht hat und dann zwei Tage später wieder den nächsten kontaktieren über Instagram, das ist keine Reue. Das ist dann nur eine Reue für was? Für die Dunya. Du bist traurig, weil er dich im Stich gelassen hat. Und dann suchst du die Nächsten oder umgekehrt, die Jungs genauso. Jetzt lacht ihr, ja, aber ihr macht es auch nicht besser. Nicht euch, ja, ich meine, die Jungs sind auch nicht besser in der Sache. Ja, ja, alle gleich. Ja? Und subhanallah, ja, das ist genau die Sache, auf die ich hinaus möchte. Ja? Dass ich muss damit aufhören, direkt, dann ist es eine Reue. Und jetzt gibt es aber noch etwas Viertes.
Ach so, ganz wichtig, natürlich. Ich habe ja gesagt, nicht jeder erreicht diese Stufe, dass die Hasanat, die Sayyiat in Hasanat umgewandelt werden. Weil Allah Ta'ala, er beurteilt deine Reue. Es gibt Leute, die bereuen, Alhamdulillah, die ändern sich. Es kann sein, dass Allah ihn einfach nur vergibt, ohne dass die schlechten Taten in gute Taten umgewandelt werden. Aber wenn du das machst, was Allah in dieser Ayah erwähnt hat, und zwar nicht nur bereust, sondern auch noch deinen Iman verinnerlichst und stärkst und dann auch noch gut handelst und rechtschaffen handelst, dann wird Allah Ta'ala, weil er sieht, du meinst es ernst, du strengst dich an, du gibst dir Mühe, wird er dir deine schlechten Taten in gute Taten umwandeln. Subhanallah. Aber es gibt noch eine Sache, die sehr wichtig ist, die häufig vergessen wird. Was könnte denn vergessen sein? Es gibt doch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Die gilt nicht für jede Sünde, aber für einige Sünden. Genau. Wenn du einem Menschen Unrecht getan hast, dann reicht es nicht aus, dass du einfach zwischen dir und zwischen Allah bereust, sondern du musst es wieder gut machen. Und das tut weh. Gerade Menschen, die viel Unrecht getan haben, das tut weh. Ich kenne Leute, subhanallah, alhamdulillah, die haben Taube gemacht, aber sie haben sich sehr viel Geld zu Unrecht angeeignet, sind dadurch sogar reich geworden. Denken, es ist die Sache vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, du musst das wieder gut machen. Die Menschen, denen du das Geld abgeluchst hast, die du betrogen hast, die du geschlagen hast, die du abgezogen hast, die du beraubt hast, ausgeraubt hast, diese Menschen, die werden dir das nicht verzeihen, nur weil du jetzt bereust. Das ist dem völlig egal. Mal ganz ehrlich. Versetz dich mal in diese Situation eines Opfers. Kommt jemand, klaut dir 1000 Euro aus deinem Laden. Hast einen Handyladen, kommt jemand, nimmt mehrere iPhones mit. Und dann, du weißt auch, wer das ist, kannst ihn aber nicht erwischen, kannst es nicht nachweisen. Und dann siehst du ihn ein paar Jahre später auf der Hajj. Wie würdest du dich fühlen? Würdest du ihm das verzeihen? Ganz ehrlich? Einfach so? Oder würdest du mindestens eine Entschuldigung von ihm erwarten? Mindestens eine Entschuldigung. Wenn nicht sogar, dass er das eigentlich wieder gut macht. Das Mindeste. Was er zwischen sich und zwischen Allah macht, das ist mir egal. Ich will mein Recht haben. Ich will mein Geld zurückhaben, was ich hart erarbeitet habe. Ich meine, ich habe es ja nicht irgendwie auf der Straße gefunden, das Geld. Ich habe es hart erarbeitet, dieses Geld. Und deswegen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du jemandem Unrecht getan hast, dann kommst du nicht drum herum, kannst du machen, was du willst, als zu versuchen, mit allen Mitteln das wieder gut zu machen. Jetzt könnte jemand sagen, aber ich habe so viel Unrecht getan, ich kann das gar nicht wieder gut machen. Ich habe Hunderttausende von Euro gestohlen. Ich habe gar nicht mehr das Geld. Was soll ich jetzt machen? In diesem Fall kann ich solch einer Person nur empfehlen, zu versuchen, es so gut es geht wieder gut zu machen, Allah aufrichtig zu bitten, dass er das am jüngsten Tag für ihn ausgleicht. Geht nicht anders. Aber du musst es zumindest, was? Versuchen. Allah muss sehen, dass du es, was? Wirklich ernst meinst. Und dann wird Allah Ta'ala deine Taube, insha'Allah Ta'ala, akzeptieren. Danke euch, meine lieben Geschwister, für eure Aufmerksamkeit. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر